Ich bin die Sabrina Schultheiß. Ich arbeite hauptberuflich an einer Förderschule und bin hier in der Halle ja auch tätig als Theaterpädagogin für Menschen mit Behinderung, wie auch einen Jugendkurs. Ja, das sagt ihr, Stein. Wer hat eigentlich gewonnen bei der Schlägerei? Wenn man das jetzt mal so ganz von außen betrachtet, habe ich wirklich von Förderschule geistige Entwicklung bis Gymnasium alles mit dabei. Mittlerweile ist das ein wirklich sehr, sehr gemischter Kurs. Ich habe gewonnen, weißt du? Sie sind ein Lehrer, wie sollen Sie denn meine Prügelei gewonnen haben, verdammt? Weil es kann. Das ist ja, sag mal, spinnen Sie? Sie schlagen Schüler? Nein, Sie ich habe... alle, ich gehe zum Direktor. Da war ich schon jetzt nicht da. Das ist ein Kurs, der zusammengewachsen ist und der super funktioniert und wo jeder von jedem lernt und man sich einfach gegenseitig hilft, sodass halt die Behinderungen eigentlich gar nicht mehr im Vordergrund stehen. Wenn einer im Rollstuhl sitzt, dann wird ihm automatisch auf die Bühne geholfen. Da muss man nicht drüber reden, das ist kein Thema. Das ist einfach mal so. Und gemeinsam bringen die halt große Projekte mit auf die Bühne. Und das Thema Behinderung, das ist für uns überhaupt kein Thema. Rote, bitte schön. Ja, und dann geht's halt. Es geht nicht da. Was hast du denn hier? Ich wollte mal sehen, ob ihr wirklich so interessant seid, wie die Neue sagt. Und, sind wir es? Nein. Pass auf. Die arbeiten halt einfach alle zusammen. Und es ist immer sehr schön, in letzter Zeit kommen hauptsächlich Menschen ohne Behinderung neu in meinen Kurs. Und dann sind die Menschen mit Behinderung gerade die Profis, die dann den Neuen was beibringen. Und so ist das, also es wird halt, es ist völlig egal, ob man eine Behinderung hat, sondern was kann ich irgendwie trotzdem in unsere Gruppe mit einbringen? Und das kann jeder. Jeder kann irgendwas einbringen. Hey Charlie, gib uns sofort die Süßigkeiten, sonst werden wir wohl oder übel streiten. Laufen von dem Zeug wird nicht übrig bleiben. Es gibt Saures, also tu das Zeug rüberschmeißen. Wir sind die Erdmanns. Wir strecken der Nachbarschaft. Stell dich uns in den Weg, dann wirst du platt gemacht. Du Streber sollst wie in der Schule gut aufpassen, sonst gehst du hoch wie der Chemiebaukasten. Ich glaube, viele Menschen mit Behinderungen haben ein anderes Leben bisher hinter sich, weil die sehr, sehr häufig ein Leben führen, das sehr eingegrenzt ist, weil sie immer mit Erwachsenen, also immer irgendwie unter Beobachtung stehen und immer irgendein Aufpasser da ist und sie irgendwie immer ein Sonderfall sind. Und das haben sie halt bei mir überhaupt nicht. Bei uns sind, also bei mir sind sie halt einfach einer von vielen und sie sind ganz normal und sie sind nichts Außergewöhnliches. Und wenn die gerade eine Szene erarbeiten und ich weiß, das läuft, dann gehe ich auch durchaus mal raus. Nee, du auf jeden Fall. Genau. Oh, Oh. Junge, was machst du denn hier? Was machst du, bitte schön? Wie bist du hier reingekommen? Durchs Fenster? Warum ist das offen? Es war offen. Ich hab das zugemacht. Ich sag dir, ich hab's zugemacht. Anscheinend nicht. Doch, ich hab's zugemacht. Okay, Sie sprechen in meinem Kopf! Ich glaube, dass Sie durch mich Ihre Lebensperspektive im besten Fall vielleicht ein bisschen verändern. Das wäre so ein Traum.